Jürgen Brotwolf, Paraphrasen. Das Kunstmuseum Bayreuth zeigt Kunstwerke von Jürgen Brotwolf vom 20. März bis 19. Juni 2022. Jürgen Brotwolf ist ein Schweizer Künstler, der auch in Deutschland und Europa sehr bekannt ist. Jürgen Brotwolf wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Diesen Geburtstag feiert das Kunstmuseum Bayreuth und zeigt besondere Kunstwerke von diesem Künstler in einer Ausstellung. Jürgen Brotwolf hat dem Kunstmuseum viele Kunstwerke geschenkt. Sie sind auch in der Ausstellung zu sehen. Jürgen Brotwolf arbeitet mit Bleistift und Farbe, Papier, Leinwand, Holz und anderem Material. In seinen Arbeiten verwendet er Gegenstände, die wir auch im Alltag verwenden. So entstehen besondere Kunstwerke. Eines Tages hat er eine leere Farbtube genommen und sie zu einer Menschenfigur geformt. Das ist seine Tubenfigur. Diese Figur baut er in verschiedenen Größen und Formen und aus Stoff, Blei und Bronze nach. Manche Figuren sind im Museum zu sehen, andere stellt er draußen auf. Seine Bayreuther Gruppe steht an der Bayreuther Stadtkirche im Freien. Der Verein Skulpturenmeile hat sie der Stadt Bayreuth geschenkt. Sie zeigt vier Menschen, die sich aneinander anlehnen und sich halten. Für Jürgen Brotwolf steht der Mensch im Mittelpunkt von seiner Arbeit. Er fragt sich, wie gehen wir Menschen miteinander um? Lieben Sie andere Menschen oder töten Sie sie? Beschützen Sie andere Menschen oder benutzen Sie sie? Jürgen Brotwolf hat zu einem Thema manchmal mehrere Kunstwerke gemacht. Oft arbeitet er sehr lange, viele Jahre an so einem Thema. Es entsteht eine Reihe von Kunstwerken, die alle miteinander verwandt sind. Jürgen Brotwolf bezeichnet diese Reihe von Kunstwerken als Zyklus. Zyklus heißt Kreis. Jürgen Brotwolf umkreist mit seinen Kunstwerken ein Thema. Die Ausstellung im Kunstmuseum Bayreuth heißt Paraphrasen, das heißt umschreiben. Manche Dinge kann man auf unterschiedliche Weise ausdrücken oder umschreiben. Jürgen Brotwolf nimmt Bilder von anderen Künstlerinnen und Künstlern und macht dazu eigene Kunstwerke. Er umschreibt die Kunstwerke der anderen Künstlerinnen und Künstler. Manche von ihnen sind sehr berühmt, andere kennt man nicht so gut und viele lebten vor sehr langer Zeit. Zu der Ausstellung mit den Kunstwerken von Jürgen Brotwolf gibt es einen Katalog. Darin sind Bilder von seinen Kunstwerken abgebildet. Und es gibt weitere Informationen zu ihm und seinen Arbeiten und darüber, wie er arbeitet. Die Ausstellung wird am 20. März 2022 im Kunstmuseum Bayreuth eröffnet. Die Kunstwerke
sind bis 19. Juni 2022 zu sehen. Die Ausstellung findet unter den geltenden Corona-Regeln statt und sie wird von vielen Veranstaltungen begleitet mit Angeboten für alle Menschen.